Hi zusammen! Heute wollen wir uns einmal anschauen, wie wir unseren eigenen Look auf unsere Bilder kriegen können. Und zwar mit dem Color Grading Tool. Immer wieder, wenn man von professionellen Filmproduktionen, von besonderen Künstlern hört, hört man, dass sie einen ganz besonderen eigenen Look haben. Und solche Looks kann man erstellen, indem man Einfluss auf die Farben in seinem Bild nimmt. Und eines dieser Tools ist das sogenannte Color Grading Tool in Lightroom. Wie das funktioniert, welche Möglichkeiten es uns gibt und wie du es perfekt auf deine Bilder anwenden kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß dabei! In den ersten Videos haben wir uns gemeinsam angeschaut, wie wir unsere Bilder importieren und welche Möglichkeiten wir haben, unsere Bilder zu entwickeln. Heute möchte ich dir mal ganz gerne zeigen, wie du deinen eigenen Farblook in deine Bilder bekommen kannst. Und dafür nutzen wir heute das sogenannte Color Grading Tool. Denn wir haben verschiedene Möglichkeiten, um die Farbigkeiten in unseren Bildern zu ändern und einen eigenen Look zu kreieren. Ich zeige dir mal ganz kurz, welche Möglichkeiten es gibt und dann schauen wir uns ganz detailliert mal das Color Grading Tool an. So. Als allererstes haben wir natürlich die Möglichkeit, hier oben in unserem Weißabgleich hier die Farbtemperatur zu ändern. Das ändert die Farbigkeit in unserem Bild und das wäre die erste Möglichkeit, um Einfluss auf die Farben in unserem Bild zu nehmen. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, sind die sogenannten Gradationskurven und hier haben wir auch diese Farbkurven. Hier vorne haben wir eine Kurve, die nur Einfluss auf unsere Luminanz nimmt und dahinter haben wir unsere drei Hauptfarben, Rot, Grün und Blau. Und auch hier kann ich jetzt anziehen an der Gradationskurve Einfluss auf die Farben in meinem Bild nehmen. Die dritte Möglichkeit, die ich habe, ist das HSL-Tool. Hier habe ich Möglichkeit, Farben in meinem Bild zu ändern, sie zu entsättigen und die Luminanz in den Farben ganz gezielt zu ändern. Die vierte Möglichkeit, die ich habe, ist unten in der Kamerakalibrierung. Auch hier kann ich wieder Einfluss auf meine Farben nehmen und diese innerhalb meines Bildes verschieben. Und das Tool, was wir uns heute anschauen wollen, ist das sogenannte Color Grading Tool. Bevor wir uns das Tool jetzt im Detail angucken, noch ganz kurz Hashtag Werbung. Wenn du noch auf der Suche bist nach ein paar richtig coolen Looks für deine Bilder, sowohl im Retro-Bereich, aber auch im kreativen Bereich, dann schau doch gerne mal bei mir im Shop vorbei. Hier findest du Luts und Presets, nicht nur für Lightroom, sondern auch für Lumina und auch verschiedene Aktionen für Photoshop. Wenn du also noch nicht weißt, in welche Richtung du dein Bild entwickeln möchtest, hast du hier die Möglichkeit, einfach mal reinzuschauen, dir ein paar Luts und Presets runterzuladen und damit auf deinen Bildern zu experimentieren. So, und jetzt geht's weiter mit dem Color Grading Tool. Das Color Grading Tool arbeitet etwas anders als die anderen Tools, weil es nicht direkt Einfluss auf unsere Farbe nimmt, sondern hier haben wir die Möglichkeit, Einfluss auf die Luminanz zu nehmen. Das heißt, wir können hier die Farbe innerhalb eines Helligkeitsbereiches verändern. Was bedeutet das? Ich kann zum Beispiel die dunklen Farbtöne einfärben, ich kann die hellen Farbtöne einfärben und ich kann die Graubereiche einfärben. Am allerbesten sieht man das, indem wir uns einmal einen Verlauf anschauen. Und zwar gucken wir uns als allererstes mal die Möglichkeiten an, die uns dieses Tool bietet. Ich finde diese erste Übersicht, diese Dreieransicht hier, nicht ganz geschickt. Ich finde, man kann schöner arbeiten, indem wir einen dieser Punkte hier anwählen, denn hier haben wir jetzt spezifisch die Möglichkeit, auf die Luminanz Einfluss zu nehmen mit Farbe und wir sehen die Regler viel besser, die uns hier zur Verfügung stehen. Wenn euch Regler fehlen, dann guckt mal, ob hier dieser kleine Pfeil aktiviert ist, dann klappen sich hier unten noch weitere Möglichkeiten auf, um Einfluss auf eure Farbe zu nehmen. Gut, also ich bin jetzt hier gerade mal gesprungen von der Dreieransicht in unsere Schwarztöne. Und wir wollen uns noch mal als allererstes anschauen, wie verhält sich überhaupt dieses Tool? Wie kann ich meine Farbe hier in die Bilder reinbringen? Und wie wirkt sich das auf mein Bild aus? Wenn ich als allererstes mir mal hier das Farbrad angucke, kann ich hier reinklicken und mir eine beliebige Farbe raussuchen. Ich persönlich mache es lieber hier unten über das Farbrad. Und hier unten habt ihr sogar eine Farbnummer. Das heißt also, wenn ihr einen spezifischen Farbton habt, den ihr in euer Bild reinhaben möchtet, könnt ihr hier auch die Farbnummer eintragen. Wir nehmen mal zum Beispiel jetzt hier in den dunklen Bildbereichen einen Blauton. Ich schiebe also den Regler hier ins Blaue rein, habe jetzt die Möglichkeit, die Sättigung zu ändern. Und jetzt schaut mal hier aufs Bild. Wir sehen schon, aha, die dunklen Bildbereiche, klar, schwarz bleibt schwarz, aber die Übergänge fangen an, hier blau zu werden.
Ich ziehe das mal ein bisschen krasser auf, damit man es besser sieht. Ich habe Möglichkeiten, Einfluss auf die Luminanz zu nehmen. Ich ziehe es weiter runter. Seht ihr schon, dann verschwimmen hier hinten die Übergangsbereiche. Oder ich ziehe das Ganze weiter auf und die Übergangsbereiche werden weicher anhand der Luminanz. Die dritte Möglichkeit und vierte Möglichkeit, die ich habe, ist das sogenannte Überblenden und der Abgleich. Was ist das? Das zeige ich euch gleich, wenn wir mal eine zweite und dritte Farbe hinzugefügt haben. Da wird das Beispiel nämlich deutlich sichtbarer. Also, wir gehen mal in den Graubereich und den Graubereich, den färben wir uns mal rot ein. Dann nehmen wir eine ziemlich krasse Farbe, ganz hoch, viel Sättigung rein. Und den Weißbereich, also die hellen Farbinformationen, die färben wir uns mal grün zum Beispiel ein. Auch so ein krasses Grün hier. Zack. So. Gut. Also, wir haben hier die Möglichkeit, verschiedene Helligkeitsinformationen mit verschiedenen Farben einzufärben. Aber was bringt mir jetzt das Überblenden und was bringt mir das der Abgleich? Das Überblenden bringt mir Folgendes. Ich kann die Bereiche von hell zu dunkel verschieben. Wenn ich hier zum Beispiel an dem Regler ziehe und den weiter nach rechts ziehe, auf 100%, seht ihr schon, bekommen wir einen ganz weichen Übergang zwischen den hellen Bildinformationen und den dunkleren oder beziehungsweise grauen Bildinformationen. Wenn ich das zur anderen Seite ziehe, dann ist die Überblendung nicht ganz so breit. Wir bekommen einen viel schmaleren Bereich, in dem, wo es übergeht zur anderen Farbe oder beziehungsweise zur anderen Helligkeitsbereich. Wenn ich das Ganze zurücksetze, bleiben wir mal in der Mitte, haben wir hier unten noch einen Abgleich. Aber was bringt mir jetzt der Abgleich? Wenn ich diesen Bereich hier rüberziehe, seht ihr schon, haben wir fast keine Graubereiche mehr, sondern die Dominanz wird hier deutlich erhöht. Das heißt, ich kann hier also bestimmen, wie viel von meinem Bereich übernommen werden soll. Wie viel von dem Graubereich soll mit übernommen werden in das Helle, also abgleichen, oder gar in das Dunkle. Und jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir hier nur noch einen ganz, ganz, ganz schmalen Bereich überhaupt in den hellen Bildinformationen, wo unsere Farbe Einfluss nehmen kann. Also, mit diesen beiden Reglern habe ich die Möglichkeit, einzublenden, aber auch zu bestimmen, wie viel von der Helligkeit mit der Farbe eingefärbt werden soll. Wenn wir das jetzt einmal verstanden haben, wie dieses Tool arbeitet, haben wir richtig coole Möglichkeiten, damit Farbigkeiten in unser Bild zu bringen. Ich nutze dieses Tool immer ganz zum Schluss nach der Entwicklung, denn hiermit gebe ich meinem Bild nur noch so diesen letzten Kick. Vorher kümmere ich mich um die Farben, vorher entsättige ich, vorher gucke ich, welche Farben ich überhaupt in dem Bild drin haben möchte und so weiter. Hier geht es jetzt wirklich nur noch darum, dem Bild den letzten Schliff zu geben und hier kann ich jetzt auch so coole Farblooks reingeben, wie zum Beispiel so ein Orange-Teal. Und ich möchte auch mal ganz kurz zeigen, warum Orange-Teal so beliebt ist und wie wir das jetzt mit diesem Tool in unsere Bilder reinbringen können. Also, wir öffnen uns hier mal ein Bild, ein Landschaftsbild. Und das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel, wo ich einen Orange-Teal-Look reinbringen würde, beziehungsweise habe ich ihn sogar schon drin, weil Orange-Teal heißt ja nichts weiter. Ich habe ein richtig schönes Orange und ich habe ein richtig schönes Blau. Und diese beiden Farben harmonieren perfekt miteinander und geben uns einen richtig schönen Farblook. Ich habe die gelbe Sonne, den blauen Himmel. Ich habe also dieses Orange-Teal schon drin, möchte aber dieses jetzt hier noch weiter reinbringen in mein Bild, damit hier noch eine größere Harmonie und noch ein größerer Farblook entsteht. Also, das machen wir mal. Wir gehen hier mal einmal in die dunklen Werte rein, nehmen uns, wie gesagt, einen Blauton für unsere Schatten, was ich jetzt hier noch mit aufnehmen möchte und ziehe mal die Sättigung etwas hoch und achtet jetzt drauf. Hier kann man auch viel falsch machen, weniger ist manchmal mehr, tastet euch halt ganz vorsichtig ran. So, die dunklen Bildbereiche sind jetzt blau eingefärbt. Ich möchte die Luminanz etwas anheben von den dunklen Bildbereichen. So, noch ein bisschen mehr Blau. Und dann, ich möchte eine softe Überblendung haben. Also ziehen wir den Regler hier auch noch etwas hoch. Und ich möchte, dass meine Mitteltöne noch leicht mitgenommen werden. Also gehen wir hier auch noch ein bisschen weiter mit rüber. So. Und damit hätten wir unseren Blauton jetzt schon mal in unserem Bild drin. Vorher, nachher, vorher, nachher. Das sieht ja schon mal viel, viel besser aus. Den nächsten Bereich, um den ich mich kümmern möchte, sind die
hellen Bildinformationen. Die Graustufen lasse ich jetzt hier außen vor, denn mit der Überblendung gucke ich einfach, dass ich in diesen Graubereich mit reingehe. Okay, also ich gehe hier in die hellen Bildinformationen und suche mir jetzt ein Orange raus. Und jetzt schaut mal hin, wo Orange liegt. Orange liegt genau auf der gegenüberliegenden Seite von unserem Blauton, den wir jetzt hier gerade in unsere dunklen Bildbereiche gebracht haben. Wir haben hier also einen sogenannten Farbkontrast und genau deswegen wirkt das auch so gut miteinander. Das heißt, wenn ihr euren eigenen Bildlooks kreiert und auch mal gucken wollt, welche Farben harmonieren, könnt ihr als Faustregel sagen, dass immer Farben, die gegenüberliegen, einen Farbkontrast herstellen und damit auch eine Harmonie eingehen können. Das hilft euch schon mal als allerersten Schritt, hier bei euren Experimenten zu schauen, wie ihr mehr Farbkontrast in eure Bilder reinkriegt und das Ganze dann auch dementsprechend gut wirkt. Natürlich passt nicht jeder Farblook auf jedes Bild. Wenn ich jetzt hier Grün und Magenta reinmachen würde, das würde einfach zu dem Bild hier nicht passen. Aber wie gesagt, der Farbkontrast an sich, der passt halt dann wiederum zusammen. Gut, was müssen wir also tun? Ich habe hier oben schon mein Orange reingebracht. Jetzt bringe ich die Sättigung rein und ihr seht schon, aha, hier hinten bekommen wir so ein richtig schönes Glühen rein. Auch hier übertreiben wir es nicht. Ich möchte, dass noch mehr der hellen Bildinformationen hier mit, ich muss mal ganz kurz gucken, genau, übernommen werden. Also ich gehe noch ein bisschen mehr ins Helle rein. Ich möchte die Überblendung weicher haben. Die habe ich hier schon eingestellt, perfekt. Und den Abgleich, den nehme ich mir auch nochmal vor. Und zwar schaue ich mal ganz kurz. Ich möchte eine etwas wärmere Farbstimmung in dem Bild drin haben noch. Den ziehen wir also hier etwas hoch. So in etwa. Und jetzt sehen wir schon, haben wir hier gerade diesen schönen Bereich, der hier angestrahlt wird von der Sonne, richtig schön eingefärbt. Unsere Tiefen hier unten sind in diesem schönen Blau. Und wir gucken uns das mal an. Vorher, nachher, vorher, nachher. Also hier eine richtig coole Möglichkeit, um einen Farblook in unser Bild reinzubringen. So, das soll es auch schon gewesen sein. Ihr seht also, mit dem Color Grading Tool habt ihr die Möglichkeit, Einfluss auf die Farben in der Luminanz zu nehmen, also in den Helligkeitsinformationen. Damit könnt ihr euren Bildern den letzten Schliff verleihen und damit einen richtig coolen eigenen Bildlook kreieren oder aber auch Bildlooks nehmen, die wir bereits schon kennen, wie ich es gerade gezeigt habe, zum Beispiel mit Orange Teal. Ich hoffe, das Video war interessant. Wenn ja, dann lasst dem Ganzen doch gerne einen Daumen nach oben da. Kanalabo würde ich mich auch wahnsinnig freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video schon wieder. Bis dahin, ciao.